Hey Leute, ich bin Tsuchi und willkommen zum Let's Play von Bioshock Infinite. Part Nummer 28. Der Songbird hat Elizabeth uns weggenommen. Und wir gucken uns mal um. Was ist mit dir los? Du siehst gruselig aus. Was ist das hier, eine Irrenanstalt? Keine Sünde entgeht seinem Blick. Was zur Hölle? Wo sind wir hier gelandet? Was sind das für Menschen? Sie geben nur ein stummes Mmm von sich. Was heißt das nur? Was ist mit euch? Die sind verrückt. Wir sind in einer Irrenanstalt gelandet. Und eine Pistole ist hier. Wollen wir das irgendwie einwechseln? Was ist das da hinten? Eine Pistole gegen unseren Revolver, aber unser Revolver ist ein guter Freund. Ein Freund, den ich nicht verlieren möchte. Ich gucke mich aber erstmal um. Warum ist hier auch Schnee und warum seid ihr hier und wer bist du? Wird das mein nächster Gegner hier? Was bist du? Hi. Was ist? Rot. What the fuck? Ey, yo. Was? Oh, ich bin fast hängen geblieben. Oh, ich muss jetzt mal weglaufen. Moment mal. Ich muss ihn ausschalten, ganz einfach. Aber wo ist er? Wow, wow, wow. Ich habe keine Munition mehr, das weiß ich. So, Moment. Oi, oi, oi. Wir holen uns die Pistole. Scheiß drauf. Wow, und... Alter, warum kannst du... Okay, das hat mir Gesundheit gegeben, tatsächlich. Was war das nur? Warum haben mich Irre angegriffen und sie haben nicht mal Munition für mich übrig? Es ist wie immer... Verdammt, ich muss irgendwie da rein. Ja, es ist wie immer mysteriös. Was ist das für ein Ding gewesen? Egal, gehen wir weiter. So. Hoffentlich muss ich nicht bis ganz zum Direktor hoch, um reinzukommen. Gegensprechanlage benutzen. Zutritt nur mit Genehmigung des Direktors, dritte Etage. Und da können wir ja sowieso nicht rein, also müssen wir das drücken. Okay. Hören Sie. Ich will nur zu dem Mädchen. Waren diese? Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Bitte, wo sind wir hier? Bitte, bringen Sie mich wieder in den Tor. Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Er ist nicht mein Vater. Ah. Es hat sich eine Tür geöffnet. Habe ich schon gewundert. Hören wir zu. Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je? Mein Gott. Eine andere Frage, die ich mir auch stelle, ist... Warum zur Hölle schneit es und warum habt ihr diese Zuckungen? Das ist ja echt zum Kotzen. Hey, was geht? Wie mein Vater konnte ich alle... Oh nein, 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 nein.
Er ist wieder verschwunden. Es geht nochmal besser. Obwohl. Lassen wir sie erstmal landen. Okay. Killerkrähen auf sie. Und Moment, weil es so schön war, Teufelskuss. Du willst was? Oh shit. Lass mich nachladen. Alter, wieder eine Armee von Gegnern hier. Was zur Hölle? Dahin müssen wir, okay. Wer ist dieser Typ da? Mit diesem Horn auf seinem Kopf oder mit dieser... Ja, mit diesem Ding. Wo wir liegen. Ich hätte jetzt zuerst gesagt, wo wir lügen, aber... Ja, to lie und to lie, ne? Lügen und lügen. Lügen und liegen. Nimm den Karabiner, komm, gib ihn her. Wir brauchen jetzt auch mal andere Waffen. Gesundheit ist voll. Tasche durchsuchen, ja bitte. Okay. Mysteriös. Was für ein abgefuckter Ort. Hier müssen wir hin. Ist hier noch irgendwie was in den Ecken? Nein, ist es nicht. Was ist das da vorne? Wo wir uns säubern. Wo wir weinen. Ach du Scheiße, was? Okay, wir sehen, da vorne ist wieder ein Riss. Dann hören wir dem zu. Kann ich den Hammer nehmen? Schade. Oh, wow. Lass mal gucken, ob hier noch irgendwas ist an den Seiten. Anscheinend nicht. What? Da habe ich was gelesen. Nimm Revolver. Oh ja, bitte. Revolver und Karabiner, alles gut. Kind, möchtest du mit mir beten? Sie tun mir weh. Bitte lassen Sie mich gehen. Wir werden dich heilen. Ich bin nicht krank. Ein Geist schon. Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst. Ich wollte nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst. Okay, die sagen mich so hier, dann gucken wir jetzt, wo wir weinen, was zur Hölle, an was für einem Ort sind wir gelandet. Gott, hier werden die auch noch gefeuert, wollte ich gerade sagen, das wäre ja der falsche Begriff dafür. Boxophon. Oh. Unser Geist wird geboren, verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Der Geist muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Meine Kinder sind ohne Fehl, ohne Tadel und haben keine Wahl. Denn welchen Wert hat der Wille, wenn der Geist mangelhaft ist? Habt ihr gesehen? Hier die Engine, beziehungsweise... Die Physik-Engine. Ich habe Wasser angemacht und die Kerzen sind wirklich ausgegangen. Hab gedacht, die würden jetzt noch anbleiben. Gesundheit ist voll. Hier sehe ich nichts außer einen Kopf. Okay, das ist normal. Aber ein Riss. Ich bin Dr. Paddy, Frau Elizabeth. Und ich werde mich um dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit. Der Wirt hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Und wie ich kommen werde. Ich werde kommen. So, Bockender Bronco. Einer meiner Lieblingsangriffe. Wo wir schlafen. Okay. Ihr seht es schon wieder, diese Irren, die diese Masken aufhaben. Und ich glaube, dieser Typ da mit dem Helm ist auch hier. Ihr habt da vorne, ist er. Soll ich ihn ganz auf anballern? Ich greife ihn an. Oh, es geht wieder los. Wir benutzen aber auch was Elektrisches. Ich
Oh shit. Ihr haut ab. Okay. Warum kommt ihr nicht weiter? Oi, oi, oi. Chillt mal ein bisschen. Ich mag diese Waffe nicht. Warum prügeln wir uns mit euch? Bam! So sieht's aus. Komm schon! Krieg ich immer Gesundheit wieder. So, meine Muni geht ganz schön im Bach runter. Kein Wunder, weil diese Typen auch nichts hinterlassen. Da ist ja fast so, als ob ich mich mit denen normal prügeln müsste. Finde ich hier jetzt auch nicht so, wa? Ich irgendwas? Das Atrium. Da, ich sehe nur einen Riss, aber ich brauche eine Waffe. Nicht mehr so viel Schuss. Das Testsubjekt muss vernichtet werden. Wir konnten sie nicht im Turm festhalten. Und der Prophet hat jetzt... Das Waffenrichten? Wenn wir die Prozedur ändern, könnten wir sie... Es wäre sicherer für uns alle. Es würde wie ein Unfall wirken. Mhm. Ihr seid unter Beobachtung. You are being watched. Komm, Stockhouse. Ich sehe deine Waffe. Oh, wow. So, wir haben ein bisschen was aufgehoben. Oh nein. Oh nein, warte. Oh, scheiße. Oh, wow. Für Beherrschung habe ich zu wenig, glaube ich. Yep. Ah, nein. Ausreden mit so einer Kackwaffe. So, wo ist dieser Typ? Wow. Was für eine Waffe hat der Revolver? Shit. Oh du, ich habe auch nicht so viel Munition gerade. Ey Mann, das ist ja hier ein Leben. So viel Munition habe ich gar nicht. 5 Schuss noch. Noch her. Ah, oh, das hat mir weh getan. Alter, komm schon. Oh. Ich muss ihn auch punchen. Alter. Ich habe keine Munition. Gut, der Revolver hat jetzt noch ein bisschen Schuss. Aber das ist auch nicht gerade viel. Und Geschütze. Hey, wie jetzt? Wie jetzt? Ging das nicht durch das Glas oder was? Oh, das ist so eine Scheiße, Mann. Oh, nee. Oh, Mann. Ein Riss. Du isst ja gar nichts, Liebes. Hast du ja in der Tasche? Ich hab keinen Hunger. Früher oder später musst du was essen. Wenn du auf der Witt wartest, verhungerst du. Na komm. Sie hungert für uns. Kaum zu glauben.
komm schon, Beherrschung auf dem einen. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Shit. Oh, das war ein Kopfschuss. Und mein Leben ist ein bisschen. Jo. Mein Leben ist ein bisschen den Bach runtergegangen eben. Hab ja gemerkt. Oh, hier ist wieder ein bisschen Munition für mich. Kaum Salz und kaum Gesundheit. Das ist nice. Hier können wir nichts machen. Von hier sind wir gekommen, alles klar. Eieieiei, viel zu wenig Leben. Egal. Man lebt ja nur einmal. Okay, was ist da vorne? Hier ist nichts. Wo wir arbeiten. Es ist Zeit, Trophy. Selbst wenn wir sie heilen, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller Natur. Was für eine Krankheit ist das? Hoffnung. Hoffnung. Als ob Hoffnung eine Krankheit wäre. Und die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und wieder so ein Typ. Hey, yo, lauf nicht weg. Okay, dann lauf weg. Ein Kinetoskop. Ja, damit. So. Ja. Wow. Das hat eben gerade mich bereichert. So, hier sehen wir diese Masken, die diese ganzen Insassen hier haben. Ist es nicht Benjamin Franklin da, dieser Typ hier? Morgen ist ja deine Operation. Also ist was. Du hoffst immer noch, dass David kommt und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. 6 Monate? Was? Ich wollte schon sagen, dieses Komische, dass sie immer sagen, er wird nicht kommen, dabei bin ich doch ein paar Minuten hinterher oder ein paar Stunden Unterschied. Aber wir haben es gehört, es sind 6 Monate. Warum haben wir 6 Monate gebraucht? Wie kann das sein? Wir können doch nicht... Wir sind doch nur... Kurz nachdem der Vogel sie geraubt hat, sind wir weitergegangen. In das Haus. Ich verstehe das nicht. Überall Köpfe. Da was Rotes blinken sehen. Eine Schaufel hinterher damit. Oh nein. Okay, das Ding hat sich nicht aktivieren lassen. Es hat mich nicht gesehen. Obwohl, es hat mich gesehen, aber ich habe mich dann versteckt. Wir sehen auch, dass sie immer so flackern. Was hat es damit auf sich? Okay, wir schleichen uns gerade ran. Hatte seinen Kopf da, wir sehen das. Komm, komm, guck. Da ist er. Oh nein, es geht wieder los. Oh fuck. So sieht's aus. So, hier ist eine Ausrüstung. Gesundheit für Salze. Wenn du keine Salze mehr hast, nutze Gesundheit, um Kräfte einzusetzen. Nee, das ist etwas kritisch. Aber trotzdem mitnehmen. Mitnehmen, aber nicht anlegen.
Was ist das für ein Ding? Oh, hier haben wir Salze und ein Voxophon. Hören wir rein. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Aber am Ende muss er für uns alle bezahlen, oder? Wo fängt seine Schuld an? Und wo endet meine? Es kann doch nicht sein, dass ich dich 6 Monate allein gelassen habe. Ich verstehe es nicht, aber ich werde erstmal hier mit diesem Part beenden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ja Leute, ich bin Zuchi und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao.